Falls du noch unsicher bist, welche Version du von God of War Ragnarök kaufen solltest, bist du goldrichtig. Ich zeig dir alle Versionen im Überblick. Servus God of War Freunde, heute bin ich für euch mit einem weiteren God of War Ragnarök Video zurück. Wir haben kurz vor Release und wir schauen uns heute mal die verschiedenen Versionen an. Die Standardversion, die Collectors Edition, Jötner Edition. Es gibt sogar einen besonderen God of War Controller, den möchte ich euch ebenfalls zeigen. Und wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt es immer News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal gerne auf dem Kanal vorbeischauen. Wird einiges auch nach Release noch rauskommen mit Guide-Videos. Und wer auch zum Beispiel God of War Ragnarök ein bisschen günstiger vorbestellen möchte, kann gerne mal bei meinem Partner Instant Gaming vorbeischauen. Der vertreibt die Guthabenkarten zu phänomenalen Preisen, zum Beispiel die 75er Karte für 61,99, was echt ein richtig starker Preis ist. Wenn ihr über den Link in der Videobeschreibung einkauft, könnt ihr mich auch unterstützen. Ich danke euch für euren babamäßigen Support. Beginnen wir mit der Standardversion. Hier habe ich schon einige Unterschiede feststellen können. Gibt es natürlich digital im PlayStation Store, aber auch im Handel physisch für PlayStation 4 und PlayStation 5. Der Unterschied ist bei 10 Euro. Die PlayStation 5 Version ist ein bisschen teurer. Bei der digitalen Version ist einfach nur God of War Ragnarök drin, einfach nur das Grundspiel. Einige Händler haben aber bei der physischen Version noch in Anführungszeichen einen Vorbesteller. Bonus, einen kleinen Goodie mit dabei. Und ich nenne hier einfach ein paar Händler, wo ich es gefunden habe. Ist hier unbezahlte Werbung. Zum Beispiel bei Otto habe ich gesehen, dass die ja so nette Sticker mit dabei haben. Dann zum Beispiel bei Mediamarkt oder eben Saturn gibt es auch nochmal einen Schlüsselanhänger, aber um den Hals. Und es gibt sogar Ingame-Inhalte. Ist eine besondere Launch Edition. Und ihr seht hier auch das Bild eingeblendet. Es gibt eine Rüstung für Kratos, die Schneewehe-Rüstung. Da hier nicht kosmetisch dabei steht, müsste diese Rüstung mit Werten sein. Finde ich, sieht cool aus. Ja, und für Atreus gibt es auch eine Schneewehe-Waffenrock, auch eine Rüstung eben, aber die ist nur kosmetisch. Schaut einfach bei euren Händlern mal vorbei, wenn ihr es immer gerne physisch kauft, ob die irgendwas Besonderes mitliefern. Machen wir weiter mit der nächstgrößeren Version und das ist die Digital Deluxe Edition. Gibt es nur digital, nur im PlayStation Store und kostet um die 90 Euro. Natürlich ist dort das Grundspiel enthalten, God of War Ragnarök für die PlayStation 4, aber auch für die PlayStation 5. Und es gibt so noch ein paar extra Inhalte. Düstertal, Rüstung für Kratos, seht ihr auch, hat er an, ist goldrot gehalten. Hat mit Sicherheit Werte, denn bei Atreus steht dran, Düstertal, Kleidung, kosmetisch. Und das wird mit Sicherheit keine Werte besitzen. Ansonsten gibt es noch den Düstertal Axtgriff. Ja, unten an der Axt ist dann ein spezieller Griff von der Optik her. Kann mir auch gut vorstellen, dass da auch mit Werten kommt, weil jetzt hier kein kosmetisch dahinter steht. Düstertal Klingengriff, ebenfalls seht ihr oben bei den Chaos-Klingen gibt es ebenfalls einen anderen Griff. Ansonsten ein digitales Artbook von Dark Horse ist mit dabei. Offizieller digitaler Soundtrack und auch PSN Avatar Set für die PlayStation 4 und PlayStation 5 müsste eigentlich einfach für das Logo, für das Emblem sein beim Account. Die nächste Version ist die Collector's Edition. Da ist natürlich einiges drin. Richtig geiler physischer Stuff. Gibt es natürlich auch ganz klar nur physisch. Die Verpackung, finde ich, sieht mega geil aus. Als allererstes mit drin ist ein digitaler Code eben für die PlayStation 4, PlayStation 5 Version von God of War Ragnarök. Es gibt auch das Steelbook. Seht ihr auf der linken Seite. Finde ich, sieht auch richtig cool aus. Zeigt einen Wolf und einen Bären. Und in diesem Steelbook ist keine CD drin. Es ist wirklich nur rein das Steelbook. Ansonsten gibt es zwei 5 cm Schnitzereien von den Wannenzwillinge und die machen das Set somit komplett, denn damals bei God of War 2018, beim ersten Teil in der Collector's Edition, gab es auch schon zwei von diesen Holzfiguren von den Schnitzereien von den Huldu-Brüdern und mit diesen Wannenzwillingen ist das jetzt eben ein Vierer-Set und komplett, finde ich wirklich eine nette Sache. Dann gibt es ein Zwergenwürfelset, finde ich, sieht richtig cool aus, man sieht es leider nur sehr klein und sind sehr hochwertige Würfel mit holzähnlicher Oberfläche und die sind eben in einem Yggdrasil-Beutel drinnen, da ist Yggdrasil, der Weltenbaum, eben außen drauf gedruckt. Ansonsten gibt es eine 40 cm Nachbildung von Jölnir. Übelst geil, also die hätte ich gerne mal in der Hand, sieht echt mächtig aus. 40 cm ist schon wirklich ein ordentlicher Brummer, den kann man sich schön ins Zimmer stellen. Die Frage ist natürlich, ob man ihn überhaupt heben kann.
Was natürlich in der Collectors Edition nicht fehlen darf, sind die Digital Deluxe Inhalte. Habe ich sie gerade eben schon vorgelesen, werde es hier nochmal machen, falls einige von euch vorgespult haben. Dort drin enthalten ist eben die Düstertal-Rüstung für Kratos. Muss mit Werten sein, denn es gibt auch die Düstertal-Kleidung kosmetisch für Atreus. Dann gibt es den Düstertal-Axtgriff, unten eben einen speziellen Griff für die Axt, mit Sicherheit auch mit einem Wert. Und es gibt auch für die Klingen auch einen Griff eben unten, der anders aussieht, mit Sicherheit auch Werte besitzt. Dann gibt es das digitale Artbook von Dark Horse, den offiziellen digitalen Soundtrack und ein PSN-Avatar-Set für die PlayStation 5 und PlayStation 4. Wer jetzt dachte, dass die Collectors Edition die größte ist, liegt falsch. Es gibt noch die Jötner Edition. Da ist nochmal ein bisschen mehr drin. Gibt es natürlich auch nur physisch. Ihr seht es hier auch eingeblendet. Dort drin enthalten ist natürlich ein digitaler Code für God of War Ragnarök für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Ansonsten gibt es natürlich Jölnir, der Hammer von Thor, 40 cm Nachbildung. Echt, sieht richtig, richtig cool aus. Ansonsten Brocks Würfelset. Diesmal eben keine Holzoptik, sondern Silber. Gehalten, gefällt mir auch ganz gut. Dann gibt es eine 18 cm Vinyl-Schallplatte. Seht ihr hinten links, auch mit dieser grünen Optik, mit den zwei Händen, das Cover echt richtig schick gemacht. Ansonsten gibt es auch noch zwei 5 cm Schnitzereien der Wannenzwillinge. Die waren ja auch schon bei der normalen Collectors Edition mit dabei. Es gibt Anstecknadeln, die seht ihr unten links. Ein Falke, ein Bär und ein Wolf. Dann gibt es von Yggdrasil eine Stoffkarte. Die liegt unter dem Hammer auf dem Tisch, auf der Fläche. Und was ebenfalls mit dabei ist, ist ein Draupnir-Ring, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe. Den sieht man vorne mittig. Steelbook ebenfalls natürlich mit dabei. Dort ist keine CD drinnen, bildet den Wolf und den Bären ab. Ansonsten gibt es noch die digitalen Inhalte von der Deluxe Edition, sind natürlich bei der Jötner Edition ebenfalls mit dabei. Die Düstertal-Rüstung von Kratos sollte Werte besitzen. Dann gibt es noch die Düstertal-Kleidung für Atreus, die ist nur kosmetisch. Den Düstertal-Axtgriff, unten eben neuer Griff für die Axt. Düstertal-Klingengriff, für die Klingen eben nochmal ein spezieller Griff. Das digitale Artbook von Dark Horse, den offiziellen digitalen Soundtrack und PSN-Avatar-Set für die PlayStation 4 und 5. Das waren jetzt hier alle Versionen in der Übersicht. On top gibt es aber noch einen DualSense Controller für die PlayStation 5. Seht ihr hier im God of War Ragnarök Design. Ist eine Limited Edition. Schreibt mal in die Kommentare rein, welche Version werdet ihr euch kaufen? Langt euch die Standardvariante oder kauft ihr euch sogar noch eine größere Edition? Wer bei Instant Gaming vorbeischauen möchte, sollte auf jeden Fall beim Gewinnspiel mitmachen. Das ist kostenlos, wer es noch nicht kennt, weil ich dort Partner bin, gibt es einmal pro Monat für euch ein Gewinnspiel. Link dazu ist ebenfalls in der Videobeschreibung, müsst ihr euch nur registrieren. Und da könnt ihr einen Wunschartikel nach Wahl aussuchen, entweder aus der Liste oder ihr gebt einfach was anderes ein. Einfach mal ein paar Sachen eingeben. Ich nehme jetzt hier einfach zum Beispiel jetzt Gotham Knights. Und dann könnt ihr teilnehmen. Mit etwas Glück gewinnt ihr dann das Gewinnspiel und euren Wunschartikel. Das war's soweit vom Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten mehr Videos zu God of War Ragnarök werden auf jeden Fall rauskommen. Freue mich mega drauf. Wie immer viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.